Okay, Luigi geht unter Tage. Der Kompass ist der Schlüssel zu den Gewölben unter dem Ingenieurshof. Wollen wir hoffen, dass die beiden Zeiger nicht allzu gut versteckt sind. Viel Spaß, Luigi, als Bergarbeiter. Es ist wunderbar, Luigi. Der Spezialkompass funktioniert. Und er weist auf einen völlig neuen Zugang hinab in den Untergrund. Ich habe die Stelle auf deiner Karte gekennzeichnet. Greif dir das Spukophon und sieh dir die Sache an. Der eigentliche Zugang ist leider völlig zugerüppelt, doch draußen auf dem Vorhof gibt es eine Luke. Okay. Ui, und jetzt kommt der Clou. Der Spezialkompass ist der Schlüssel zu jener Luke. Mit Serie geht es nicht, oder? Hier, nimm. Okay. Kannst du noch kurz über die fehlenden Bauteile des Urton-Motors sprechen? Wir suchen beide Uhrzeiger, den großen und den kleinen. Unsere gerissenen Geister haben beide Zeiger sicher weit unter die Erde geschafft. Aber wenigstens weißt du, wo du hin musst. Immer schön abwärts. Viel Glück, Luigi. Und wir schon nachher auf das Finale Spanien gegen England. In 3 Stunden. Oder 21 Uhr, ja. Nicht, dass jetzt schon losgeht. Nee, es müsste 21 Uhr sein. Oder es ist morgen erst. Scheiße, ich weiß gar nicht. Wann spielen die? Ich muss mal gucken, ey, so eine Scheiße. So, Luigi, wir gucken gleich mal, nachdem wir... Ja, Pogi hat heute gewonnen, das wissen wir ja schon. Rei. Ja, sag mal, wieso wird mir die EM nicht angezeigt? Ja, wer spielt? Morgen? Morgen erst, achso. Ja gut, denn mein Tipp ist, muss schon sagen, auch gut vorbereitet, ne? Argentinien spielt erst am Montag. Okay. Na gut, mein Tipp ist, Spanien gewinnt 2-1, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Jetzt habe ich es nochmal gesagt. Aber so richtig langweiliges 2-1. Bin ich jetzt gegen die Scheißdinger dem verloren? Naja, dann ab mal in den Untergrund jetzt. Ey, wehe ich. Jetzt hier ein Juwel, dann ist gemein. Okay. Aber das nehme ich auch mit. Ich hasse diese kleinen Scheißviecher, ey. Ich gehe nur so auf... Naja. Auf Laufhöhe. Nee, naja. Mal erstmal alles hier weg. Dankeschön. Und... Weiß ich, soll ich jetzt schon? Dann mach einfach mal drauf, Luigi. Mir fällt gerade ein, was ist, wenn da Buhu ist? Da oben. Scheiße. Aber wir hatten ja alles bisher. Du, gemeiner. Das so ist es nicht.
Okay. Sehr stuckig hier unten, wa? Luigi. Ah, oh, oha. Ist ja echt scheiße versteckt. Also echt gut, muss ich sagen. Dachte, ich kann da irgendwie am Bettchen irgendwas rausziehen. Aber ne, und ich habe auch noch keinen verpasst. Das finde ich sehr gut. Ich brauche ja irgendwas Schweres. Den Stoin. Aber, also wirklich, muss man sagen, der war gut versteckt. Lacht denn da immer so? Bin ganz schön dunkel hier unten. Ist leicht was zu übersehen dann. Aha. Weil hier schick ist. Die Tür wackelt, auch nett. Luigi, ja, da ist ja auch so. Was soll das? Warum wackelt diese Tür? Nicht, dass da noch irgendwas war. Ach so. Ach, auf hier. Uiuiui. Ja, war das nicht? Ein Juwel! Ja. Ist schon ein bisschen traurig. Was ist denn da oben? Keine Ahnung. Ein Freundchen. Oh. Wo bist denn du jetzt? Hm.
Ey, ich hasse den. Wow. Das sind zwei. Hier ist nur der eine ekelhafte. So, die Frage ist jetzt. Oh. Geht's hier weiter? Was ist denn da noch? Ist da noch was? Auf der Karte? Muss ich nochmal gucken. Da habe ich irgendwas verpasst. Oh, ich wollte schon sagen, erstens zu früh losgelassen, zweitens, das war dann wieder nichts. Ja, aber ehrlich, warum ist da das abgebildet? Scheiße, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da jetzt nicht so passe. Warum darf ich da nicht hin? Wo muss ich hin eigentlich? Ich müsste in den Raum oben über mir, glaube ich. Wieso lagern die da eigentlich immer nur Bomben? Aha. Du machst das, mein Freund. Wieso wurde ich jetzt eingesogen? Na komm. Du Buhu, Freundchen. Wieso sehe ich da keine Buhu schon, wenn da einer unten hingegangen ist? Dann? Was soll denn das?
Oh, nicht jetzt. Yellow. Luigi, kannst du mich hören? Du tief unter der Erde. Sieh nur, langen Tunnel auf deiner Karte. Der Hof muss auf einer Ruine erbaut worden sein. Sei vorsichtig, keine, was dort unten auf dich wartet. Ich glaube, dort unten findest du die Uhrzeiger. Viel Knacks. Beide? Beide ist halt schon so eine Sache, ne? Oh. Wenn der andere Weg nur so ein Rückweg. Ah, wo ist der Bubu hin? Eigentlich gerade. Du bist. Aha, was denn da? Yellow. Vamos, Luigi. Du hast den Eingang von der anderen Seite aus zugänglich gemacht. Wenn die Geisterei erstmal gebändigt ist, untersuche ich den Untergrund selbst. Bis erst aber sollten wir uns der Suche nach den Uhrzeigern sehen. Ich ärgere, wenn ich das jetzt mache, oder was? Ja, okay. Okay, gut. Das gefällt mir schon mal. Ist da ein Buhu, oder warum bist du da so komisch, Lötchen, wenn du hier immer reingehst und rausgehst? Ihr müsst doch, wo ist denn der Buhu hin, ey, jetzt mal ehrlich? Bist du denn mein Freund? Ich kann ja auch nichts dagegen tun, dass er auf einmal weg geht. Ich könnte ja nicht raus. Oder hätte ich erstmal das Ding hier wieder erschaffen sollen? Mich dann nochmal verstecken. Und den Geist einzusaugen. Also das ist komisch hier. Oh nein, ist alles zu. Fuck, wie viel Geld hier ist jetzt? Komm mir nicht mehr raus. Ja, ich muss das Level irgendwann nochmal bespielen, um eine Buu zu finden. Schon traurig. Ich weiß nicht, was ich da hätte anders machen sollen. Er war dann aber einfach weg. Ja, Mr. Buhu. Wo sind sie? Oh, nicht die nervigen Viecher, Alter. Ey, nein. Okay. Aber bitte sag, hier ist der. Also, ist der Zucker. Ja, also Buhu ist unauffindbar geworden. Keine Ahnung. Was sind sie? Naja. Dann gehen wir mal da rein. In den Steinbruch.
So, ich wollte schon sagen, muss ich mich jetzt hier beeilen, sonst komme ich hier nicht mehr weiter, oder was? Oh ne, hier ist ein Loch, da geht immer alles rein. Ich mache das damit zu, aber erstmal alles untersuchen. Kann halt wirklich die... Die, ja, die Schaufel mitnehmen? Kann man auch vorstellen, dass da drinnen was ist. Ja, war ja klar. Trotzdem habe ich immer noch keinen Plan, wo der Bugul sein soll. Der musste aber im Raum gewesen sein, also ich habe den echt verpasst, weil ich zu bläde war. Ey, wenn ich den lebendig bekam, wenn ich nicht schnell genug bin. Komm her, wenn du was willst. Ich habe das Gefühl, ich habe hier nochmal was verpasst. Aha! Der Oktopus greift mit seinem sich schlängelnden Arm nach dir. Aber meine Tentakel, Luigi, lass sie von meinen Saugnäpfen drücken. Ja, fast tot. Oh, scheiße, Mann. Es ist so nervig, das klappt man gar nicht. Uhu, bist du noch da? Hey, das gibt's doch nicht. So, also das war unter aller Kanone. Die Leistung heute. Also es war wirklich schwierig. Also es war wirklich Loser Talent. Was hier? Geld. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe, worum weitergehen, aber... Oder noch ein Juwel oder so, aber... Die Tür ist ja hier hinten, oder?
Nee, also die wurde dort gemacht natürlich. Soll noch mal irgendwo checken, ob es hier eine Höhle gibt, aber war ja schon, habe ich ja schon alles durchgesucht. Und auch gesagt, hier ist irgendwas. Aber der Buhu, muss man sagen, war echt schlecht versteckt. Also, das war eigentlich nichts. Egal. Oh, nö, Alter. Nein. Wo ist er denn, der kleine Mann? Kein Juwel. Schon, ich bin heute irgendwie ein bisschen langsam. Allem. Ach so, wir sind jetzt hier. Aber hier muss doch mehr geben. Ne? Weißt du, ein bisschen Money? Aber ich muss sagen, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es sein könnte, dass ich hier down gehe. Weil ich mir einfach zu viel habe erlauben lassen. War wirklich richtig scheiße, muss man sagen. Oh. Das ist ja auch mal schön hier. Gucken wir nochmal. Links reingehen. Okay, das ist nett. Komm jetzt rein da. Ist das hier so dunkel? Ist ey, ich hasse das. Nee, hier gab es wirklich nur Leben. Ist da nichts. Also ich hätte da was versteckt. Ich weiß auch ganz genau, warum ich das hier noch zögere. Jetzt kommt nicht einer. Es ist ein sehr schwerer Gegner. Ich absolut nicht mal. Das Harama. Ist ja echt nichts. Ja, dann mache ich eben den Sarkophag auf. Oh, einer. Big Brain. Mal größer als das davor in der ersten Welt. Mumien!
Au. Ich weiß noch, ich bin hab übelst gefailt an dem Level hier. Ich damals nicht wusste, wie ich die immer besiegen kann. Du bist dauernd Arsch. Au, au. Ja, nur coolen Dinge, ey. Yellow. Luigi, alles in Rana. Dieser köpfige Geist, er ist mit dem Uhrzeigersinn fortgeflogen. Wir müssen ihn. Ich hole dich zurück zur Lagerbesprechung. Lagerbesprechung. Ja, schön, Luigi. Also das mit dem Leben war ja bodenlos. Zum Wunder, dass ich überhaupt 2 Sterne bekommen habe. Weiß ich nicht, ob das gut ist, die Juwelen-Sachen. Bin mir sicher, ich habe einen vergessen. Bin froh, dass ich den Buhu erwischt habe. Aber wenn ich einen vergessen habe, dann am Ende des Levels. Bin ich irgendwann am Anfang. Das ist auch gut zu wissen. Hervorragende Arbeit, mein Bester. Mumien Verkleidung, ha, diese Geister sind dich wirklich für keinen Scheck zu schade. Schicken wir den kleinen Schlauberger mal runter ins Geistergehege. Ja? Ja, natürlich. Erstmal 3 neue Juwelen. Und mehr Wunzen. Und nochmal ein Wunzen. Und die sind alle richtig fett gewesen. Und ein Buchung halt natürlich auch. Okay, wir haben bald das neue Upgrade, wenn es so weitergeht. Den geht sammeln. Dieser ballonköpfige Poltergeist hat sich die Uhrzeige geschnappt. Äußerst ungünstig. Als er erschienen ist, hat das Paraskop Seitus geschlagen. Er muss sehr mächtig sein. Andererseits können wir ihn dadurch aber auch leichter orten. Nimm den Ingenieur so rasch unter die Lupe. Schau doch so lange mal mit Gitspeicher vorbei. Eben hat einer Gast einen Ausbruchversuch gewagt. Vielleicht werde ich das irgendwann machen. Ja, Ladehallen-Potterei machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.